Ampeln, sehr geehrte Damen und Herren. Im Landesverkehrsplan steht auf Seite 173 der schöne Satz: Mecklenburg-Vorpommern ist als Radfahrerland ein Aufsteiger. Das stimmt so. So steht das da drin, da sollten wir uns alle dran freuen. Nur leider hat es mit der Realität nicht mehr so viel zu tun, weil Mecklenburg-Vorpommern in der neuesten Bewertung von Platz 3 auf Platz 7 abgerutscht wird. Wir befinden uns jetzt im guten Mittelfeld mit dem Ruhrgebiet, was anders als viele vermuten schon auch ein sehr attraktives Gebiet ist, völlig klar. Aber wir wünschen uns halt, dass wir wieder in die ganz erste Reihe zurückkehren. Das ist für uns natürlich nicht nur ein reines Tourismusproblem und für den Tourismusbereich ist es mit Sicherheit ein sehr wichtiges Thema. Und da geht es nicht einfach nur um den Ostseeradwanderweg, sondern die Wege, die das Hinterland anschließen, die touristisch nicht der absolute Burner sind, wollte ich schon sagen, aber die in den Gebieten liegen, wo Leute sich wünschen, dass sie mehr vom Tourismus profitieren können, aber es im Moment noch nicht tun. Weil gerade im Sommer ist natürlich der gesamte Bereich des Ostseeradwanderweges mehr oder weniger vollständig ausgebucht. Jetzt gucken wir uns an, was passiert im Land. Wir haben einmal das große Thema Lückenschlüsse, die wir brauchen zwischen den Radwegen. Und wir sehen, dass es die konkrete Situation der Gemeinden gibt, gerade der ländlichen Gemeinden, die viel Geld in die Hand nehmen sollen, um solche Radwege zu bauen, zu unterhalten, zu beschildern und so weiter, die dann aber erleben müssen, dass die Fahrradtouristen über ihre Wege fahren zu den wirklich touristischen Zielen, also bei ihnen kaum Geld lassen. Nach Greifswald fahren, dort übernachten, dann Richtung Usedom oder eben auf Rügen übernachten, aber nicht auf der ganzen Strecke von Berlin Richtung Usedom. Und das führt dazu, dass wir natürlich Lücken haben im Radwegenetz. Das ist in der Vergangenheit offensichtlich so gewesen, dass viele Radfahrerinnen und Radfahrer das einfach auch hingenommen haben. Das mussten sie natürlich auch. Und der Spruch, der ist mir aus ganz vielen Sitzungen bekannt, naja, 100 Meter wird man doch auch mal schieben können. Das ist richtig. Aber wenn diese 100 Meter alle 500 Meter sozusagen erfolgen, dann nervt es. Und für einen jungen sportlichen Radfahrer ist das mit Sicherheit alles überhaupt kein Problem. Aber es geht um das Thema Familienurlaub. Also das heißt, eine Reise zu tun, wo ich kleine Kinder mit dabei habe, wo es mich natürlich nervt, wenn ich plötzlich gemeinsam mit Autofahrern auf einer Straße bin, was wie gesagt für normale Radfahrer wahrscheinlich kein ernsthaftes Problem darstellt, aber in diesem Fall Familienurlaub fällt dann sozusagen fast aus. Unsere Ideen, und wir haben die am Antrag aufgeführt, sind relativ breit gefächert. Das heißt, wir brauchen natürlich mehr Unterstützung für die Gemeinden, um den Radweg lückenlos hinzukriegen. Wir brauchen eine bessere Beschilderung im Land. Wir brauchen bessere Möglichkeiten auch der Fahrradmitnahme. Da sind wir im Moment gerade eher auf dem absteigenden Ast. Nämlich das Thema Südbahn ist so ein Beispiel, wo natürlich in den Sommermonaten Leute aus Hamburg, aus der einen Richtung und aus der anderen Richtung über Berlin an diese Strecke rankommen. Natürlich, die also mit dem Fahrrad in diese Region wollen und die darauf angewiesen sind oder glauben darauf angewiesen zu sein, dass sie einen Zug brauchen, mit dem sie bis vor Ort fahren können. All das sind Themen, die wir dabei ansprechen. Und im Rahmen der Recherche zu diesem Antrag haben wir ein ganz interessantes Projekt gefunden. Ich hatte erst gedacht, dass das eine pfiffige Idee des ADFC aus NRW sei, aber das stimmt so nicht. Das Land NRW hat im Bundesverkehrswegeplan eine Radroute mit über 100 Kilometer Länge angemeldet im Bundesverkehrswegeplan. Die ist nicht durchgekommen, so wie unsere Karninerbrücke auch. Aber die Idee, zum ersten Mal zu sagen, wir hören mal auf, so immer in ganz kleinen Abschnitten und irgendwann jenseits der 2040 kriegen wir dann vielleicht mal ein durchgehendes Netz hin, sondern zu sagen, wir denken mal mit mehr Leidenschaft für das Thema und kämpfen dafür auf Bundesebene, dazu muss es natürlich Anträge geben, die sicherlich dann am Anfang erstmal abgelehnt werden, zu sagen, wir wollen einfach eine Erschließung eines Landes, wir planen eine ganze Strecke und dafür stellen wir entsprechende Anträge, weil wir davon ausgehen, dass für einen bundesweiten Radtourismus solche großen Strecken auch von Bedeutung sind. Wenn wir die Gemeinden vor Ort mit ins Boot bekommen wollen, das ist immer wieder die Erfahrung, dann müssen die sehen, was sie davon haben. Und deswegen müssen die touristischen Routen so geplant sein, dass auch für den Alltagsradler und die Alltagsradlerin da etwas bei herauskommt und er sicher von einem Dorf zum nächsten kommt. Wenn man diese Kompromisse eingeht, das sind Kompromisse, das ist mir auch klar, dann gibt es auch mehr Unterstützung bei den Menschen vor Ort und dann sehen sie auch ein, dass sie dafür Geld in die Hand nehmen müssen, um genau diese Lückenschlüsse hinzubekommen.
Wir möchten also, das wird nicht mehr in dieser Legislaturperiode sein, das wird auch nicht mehr mit dem Landesverkehrskonzept sein, das ist uns schon klar, weil das nur alles erst in der nächsten kommt, aber dass das Land endlich einen ganz klaren Schwerpunkt bildet für das Thema Radverkehr und das Thema Radtourismus und dass klar ist, wir wollen wieder zurück in die Spitze und zwar weg von Platz 7 und eher in Richtung Platz 1. Das können wir leisten in unserem Land und dem Thema Klimaschutz würde das sehr gut tun. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Im Ältestenrat ist eine Aussprache.